Rückblick. So hat es beim Liebherr Race 2017 in Kempten ausgesehen. Jugendliche sind mit ihren selbstgebauten Seifenkisten die Wettkampfstrecke runtergefahren. Heute, im Frühjahr 2019, startet die nächste Runde im Liebherr Race. Im Kemptner Werk werden dazu von Azubis gerade die Bausätze überprüft, die an teilnehmende Schülergruppen ausgeliefert werden sollen. Einige der Azubis haben beim letzten Liebherr Race noch als Schüler selbst teilgenommen. Wir haben von Anfang an alle zusammen die Seifenkiste aufgebaut und dann haben wir uns selber im Team noch überlegt, wie wir die gestalten. Und dafür konnte man dann Preise gewinnen. Man hat dann auch ein bisschen gesehen, wie das beim Liebherr hier alles funktioniert. Und so hat man ein bisschen Einblick gekriegt und das war alles gut organisiert. Und das war dann schon, ja, wo man gesagt hat, da macht man dann schickt man eine Bewerbung hin. Der Vorteil für die Teilnehmer: Sie können mit Spaß Erfahrungen und Einblicke in technische Berufe sammeln. Liebherr wiederum sichert sich so wichtige Fachkräfte für die Zukunft. Die Firmengruppe Liebherr profitiert davon, indem dass wir für die Jugend interessant sind, im Gespräch bleiben und wir natürlich einen Großteil unserer Azubis aus diesen Berufsorientierungsprojekten von unserer Partnerschulen bekommen. Die Bausätze sind überprüft, jetzt können sie raus an die Schulen, wo sie von den Schülern nun zusammengebaut werden. Eine der Schulen ist die Maria-Ward-Mädchen-Realschule in Kempten. Auszubildende von Liebherr bringen die Bausätze für die Seifenkisten vorbei. Die Einzelteile müssen von den Schülerinnen in den nächsten Wochen zusammengebaut werden. Für die Schule ist es nicht die erste Teilnahme. Der Ausbildungsleiter, Herr Ferstl, hat hier ein Projekt entwickelt, wie man eben Mädchen heranführen kann an technische Berufe. Und das Highlight ist natürlich heute, dass wir unsere Seifenkisten-Bausätze bekommen haben, wo die Mädchen sich sozusagen ausprobieren können in ihren technischen Fähigkeiten. Die Schülerinnen auf jeden Fall freuen sich über die besondere Lieferung heute. Sie sind von der Idee des Liebherr Race begeistert. Ich interessiere mich sehr für Technik und will auch später in den technischen Beruf und da finde ich das eine ganz gute Vorarbeit. Ich finde es eine tolle Abwechslung, nach der Schule auch handwerklich was zu machen. Auch der Schulträger, das Bistum Augsburg, ist vom Ansatz überzeugt. Denn so manche ehemalige Schülerin von hier hat über das Liebherr Race einen guten und sicheren Arbeitsplatz gefunden. Ein Blick in die Ausbildungswerkstatt von Liebherr Aerospace Lindenberg. Hier sind gerade Schüler der Johann-Andreas-Rauch-Realschule Wangen im Einsatz. Der Bau ihrer Seifenkisten soll heute ein paar wichtige Hürden nehmen. Es geht um das Anbringen von Reifen, Bremsen, der Lenkung und des Rennfahrersitzes. Unterstützt werden die Schüler bei allen Fragen und kleineren oder größeren Problemen beim richtigen Zusammenbau von Azubis und Mitarbeitern von Liebherr. Inzwischen sehen die beiden Seifenkisten hier auch schon so langsam nach Renngeräten aus. Aber freuen sich die Jungen und Mädchen wirklich nur auf das Rennen? Also ich freue mich da sehr drauf, aber ich finde auch das Bauen, das hat schon auch was. Das macht schon auch Spaß, ist schon ein Teil davon. Also ich würde mich jetzt nicht nur in den Rennwagen hocken und fahren. Ich kann das nur bestätigen, ja, weil allein das Rennen ist ja nicht das Ganze, weil der Wagen muss ja auch gebaut werden. Genaues Arbeiten, präzises Messen, Teamwork und handwerkliche Herausforderungen meistern. Diese Fähigkeiten, die Sie aktuell beim Seifenkistenbau beweisen müssen, werden Ihnen später auch im Berufsleben weiterhelfen. Und damit natürlich auch Ihrem Arbeitgeber. Und wer weiß, vielleicht wird der ein oder andere, der hier an den Seifenkisten mitschraubt, später selbst mal als Liebherr Azubis Schülern beim Bauen der Renngeräte helfen. Viel gelernt und gearbeitet wird aber nicht nur in Lindenberg, sondern beispielsweise auch in Kressbronn. Hier arbeiten die Siebtklässler der Technikklassen an den finalen Schritten für ihre Seifenkisten, um am Liebherr Race teilzunehmen. Das Grundgestell quasi von den Seifenkisten ist von uns vorgegeben, um einfach eine Chancengleichheit unter den ganzen Teams zu gewährleisten. Aber die Gestaltung, das ist denen komplett frei überlassen. Da können sie sich gestalterisch selbst komplett austoben. So hat jedes der drei Teams eine ganz andere, individuelle Idee, um im Rennen auch durch ihre Optik aufzufallen. Zum Beispiel mit Treibholz. Soll den Bodensee in der Art nachahmen. Wir hatten so Galaxy-mäßig so ein bisschen und so bunt. Ja, also wir haben uns überlegt, so ein Gurkenmobil zu machen. Das heißt, wir haben die Seifenkiste und haben so Behälter drumherum gemacht und die grün angesprayt. Unterstützt werden sie auch in dieser Phase weiterhin von den Azubis von Liebherr.
Denn bis zum großen Rennen gilt es nicht nur das Design, sondern natürlich auch den Teamgedanken und den Zusammenhalt untereinander zu stärken. Wenn Sie jetzt sich umgucken, ist schon sehr viel geboten, auch für die Schüler, wo sie mal eigene Ideen entwickeln können, auch bautechnisch, was wir in der Schule eben nicht leisten können. Auch in den Ferien kommen die Schüler vorbei. So groß ist die Freude am Rennen und auch am Projekt selbst. Da bleibt nichts mehr, als Ihnen viel Glück fürs Liebherr Race zu wünschen. Renntag beim Liebherr Race 2019. 30 Teams aus dem Allgäu sind dafür mit ihren Seifenkisten nach Kempten gekommen. Ein Blick in die Boxengasse zeigt, Fantasie und Designideen hat die Schülerinnen und Schüler jede Menge. Gut so, denn Design und Qualität der Renngeräte wurden von einer Jury bewertet. Sie haben Materialien mit eingebracht, da denkt man gar nicht dran, wie Mülltonnen, Felle, sozusagen Strandgut vom Bodensee unten. Also die haben sich alle wahnsinnig Mühe gegeben. Und nicht nur was das Design angeht, auch was die Technik angeht, also qualitativ superklasse. Ich schaue an, wie der Aufbau ist. Es ist eine sehr genaue Vorgabe da von den Konstruktionsrichtlinien, ob die eingehalten worden sind. Dann natürlich, ob die Schrauben richtig gesetzt worden sind, angezogen worden sind und ob die Funktionalität von der Lenkung und von der Bremse gegeben ist. Also dieses Qualitätsniveau ist diesmal sehr hoch. Wenn Sie die Seifenkisten anschauen, wie umfangreich oder von der Gestaltung her sie aufgebaut sind, das ist ein sehr hohes Niveau. Das Wichtigste an dem Tag aber war das Rennen. Und da haben alle Teams wirklich alles gegeben. Und wenn doch mal ein kleines technisches Problem zwischen den Läufen aufgetaucht ist, haben Helfer von Liebherr mit angepackt. Und ansonsten ging es darum, so schnell wie möglich die Rennstrecke runterzufahren. Und auch das Design und die Funktionalität der Seifenkisten in Szene zu setzen. Platz 1 in der Design-Jury-Bewertung belegten am Ende die Brandstifter der Maria-Ward-Schule Kempten. Ganz vorne gelandet bei der Zeitwertung ist die Gruppe Gurkensöhne aus Kressbronn. Eines der Teams, das wir beim Design ihres Renngefährts besucht haben. An den Anschieber auch sehr viel, weil die haben sehr viel angeschoben und hatten sehr viel Kraft und haben es gut gemacht. Auch wahrscheinlich, weil ich die Kurven ganz gut genommen habe und so, aber auch weil wegen der Verarbeitung und so, weil das alles sehr gut windschnittig war und so. Ja, es geht uns super und wir sind auch total stolz und glücklich. Ja, wir wollten irgendeinen Wortwitz, aber ja, und da ist uns halt die Brandstifter eingefallen. Wir haben uns schon sehr viel Mühe gegeben mit dem Stift, mit der Seifenkiste, das so hinzubekommen. Das war schon ziemlich schwierig. Also wir haben halt erstmal das Grundgerüst gemacht, so Stabilisator, so Balken, damit das alles stabil ist. Und dann haben wir da die Bretter noch mit angeschraubt. Die Siegerteams konnten Geld für ihre Klassenkasse gewinnen. Doch viel wichtiger als die Preise waren der Spaß, der Zusammenhalt im Team und die praktischen Erfahrungen, die alle Teilnehmer machen konnten.